Guten Morgen, es ist Montag und wir haben schon wieder einiges erlebt. Und zwar haben wir jetzt über eine Stunde gewartet, oder knappe Dreiviertelstunde auf die Müllmänner, weil wir geben denen immer einmal im Monat eine Kleinigkeit. Heute war es ein bisschen Bier und ein bisschen Schokolade. Einfach als Dankeschön, dass sie ihren Job gut machen und die freuen sich halt. Und ja, die kam ein bisschen später, warum auch immer, jetzt haben wir lange gestanden hier. Haben wir uns kurz vor 8 schon fertig gemacht, mit dem Hund gegangen, der Calvino ist auch mitgekommen, weil wir heute zeitig los wollten, um die Sachen fürs Badezimmer zu kaufen und das Trampolin abholen. Da habe ich übrigens auch die E-Mail gekriegt, heute Nacht schon um 1 Uhr irgendwas, dass das abholbereit ist. Also das hat wirklich super geklappt mit Decathlon, bin ich echt positiv gestimmt. Das hat auch jetzt mit der Abholung alles geklappt. Zuerst fahren wir einmal abholen die Sachen von Baschitka, heißt das glaube ich, das ist ein Sanitärgeschäft. Da wollte ich auch mal nach dem Ali Bernd gucken. Nein, Ali Bernd. Dass wir dann schön kriegen vielleicht, weil wir hatten in Obi geguckt die Tage. Da war nichts Gescheites, da war nichts Schönes, war schon, aber minimal aus. Aber wir hätten gerne so einen Flügel-Ali Bernd, wo die Mauer dann auch von hinten ihre wunderschönen wallendes Mähenhaar betrachten kann. Ja, und ich natürlich auch. Jedenfalls fahren wir jetzt in die Stadt. Wir hoffen, dass wir nur einmal fahren müssen. Wir haben ein paar Sachen noch aus dem Baumarkt, die wir holen wollen. Unter anderem eine Wäschespinne. Da wollte ich mir einen Sack Zement noch mitnehmen, damit wir die schön einbetonieren können. Und ja, in dem Sinne wollen wir euch ein bisschen mitnehmen. Heute habe ich einen Kameramann mit, der Calvino. Der hilft mir da ein bisschen. Und wie gesagt, wir hoffen, dass wir nur einmal fahren müssen. Wenn wir das dann gekriegt haben, zeige ich das euch dann natürlich alles nochmal. Und fangen wir hoffentlich heute schon an mit Aufbau. So, jetzt haben wir unsere Sachen endlich alle gekriegt. Jetzt habe ich alles, möchte mich auch nicht weiter jetzt aufregen. Ich werde hier auf jeden Fall, weil ich nicht mehr einkaufe, dann hole ich es lieber im Baumarkt und im anderen Fachladen. Jedenfalls hat mich schon wieder ein bisschen aufgeregt. Und das muss nicht sein. Ich bin gucken, kann man ein bisschen netter sein mit der Kundschaft, weil wir ja schon einiges auch gekauft haben. Aber egal, jetzt geht es weiter nach Decathlon, jetzt holen wir den Pool, dann fahren wir im Baumarkt. Das Trampolin. Ach ja, immer noch mal, ich hab's mit dem Pool-Trampolin. Das Trampolin holen wir jetzt. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir alles in einer Rutsche mitbekommen. Dann geht's nach Hause und dann haben wir es für heute mit Fahrerei geschafft. Aber ich zeige euch dann, was noch passiert. So machen wir das. So, jetzt sind wir auf dem Rückweg schon. Das mit Decathlon hat leider nicht geklappt. Ich hatte eine E-Mail bekommen, dass die Sachen da sind. Jetzt wollten wir das im Decathlon abholen. Ist dann freudestark reingerannt. Und die Sachen waren natürlich leider nicht da. Ja, haben uns ein wenig geärgert. Hin und her, bla bla bla. Ja, tut ihm leid, die Mitverkäufer konnten da ja auch nichts für. Die kriegen nochmal eine separate E-Mail, haben sie jetzt gesagt. Dass wir uns Bescheid sagen, es soll aber angeblich so auf jeden Fall morgen da sein. Da warten wir jetzt natürlich erstmal ab. Und Moment, ich drehe das einmal kurz. So, ich bin angehalten, das kann ich selber filmen. Und zwar sagen die uns Bescheid, wenn die Sachen dann da sind. Und dann holen wir das morgen wahrscheinlich ab. Wir haben jetzt halt die Spülbecken und fürs Bad alles geholt. Im Baumarkt haben wir jetzt auch geholt. Eine Wäschespinne für die Mama, ein paar Kleinigkeiten für den Pool. Das zeige ich euch bei Zeiten dann auch noch. Ich bin jetzt hier im Badezimmer und wollte aufbauen. Mit Spültisch, mit Schrank. Habe jetzt alles fein säuberlich hingestellt. Und Bedienungsanleitung mir zu Genüge getan. Jetzt ist ja alles mit Nummern nummeriert. Jede Schraube, jeder Dübel, alles mit Nummern. Und mit Buchstaben. Und mache ich die Sachen hier auf. Zum Beispiel die Dübel, da geht schon mal ein Buchstabe dran. Also total mega an jedem Teil. Wie ihr seht, ist eine Zahl drauf. Also da kann sich Ikea mal eine Scheibe von abschneiden. Das ist wirklich richtig, richtig gut gemacht. Und das erleichtert die Sache ungemein. Sogar auf dem Karton von den Scharnieren ist ein Buchstabe drauf. Ja, ich bin schwer begeistert. Das wollte ich nur mal anmerken. Und dann mache ich mal weiter. Ich zeige euch hinterher das fertige Gebilde. Hallo, es ist 21 Uhr. Es ist viel passiert.
Soweit bin ich hier gekommen. Dann fehlten mir die langen Dübel. Ich hatte angezeichnet da für die Halterung. Aber die Skizze war fehlerhaft. Das passte so nicht, wie ich das hätte ausmessen müssen. Deswegen musste ich mir längere Dübel besorgen. Musste das an dem Schrank ankleben und ausmessen. Jetzt schläft die Maus. Da wollte ich nicht mehr bohren und nicht mehr dübeln. Und deswegen hat sich alles gezogen. Jetzt heute nicht mehr fertig, werde ich morgen fertig machen. Morgen haben wir viel auf dem Programm. Wir haben uns vorgenommen, morgen als erstes den Pool halt aufzubauen, mit Wasser zu befüllen, weil übermorgen soll es heiß werden. Dann natürlich den Schrank hier fertig machen und das Trampolin abholen, sofern es dann endlich da ist. Und dann natürlich auch aufbauen. Ja, ansonsten. Haben wir heute sonst irgendwas gemacht, außer... Nö, sonst war nichts heute. Ja, in dem Sinne, danke fürs Mitkommen. Verabschiede ich mich bei euch, wünsche euch gleich viel Spaß bei der Michaela und wünsche euch einen schönen Abend. Fratzis.